Dicker-chan, ja, fing wieder an, meinen Kopf zu streicheln, um mir meinen Sieg zu gratulieren. Zu meinem Sieg zu gratulieren. Rina und Satoko schauten mich ganz schockiert an, als hätten sie einen Geist gesehen. Was ist, Rina? Es war nicht, ich habe nicht gecheatet, also ich habe nicht betrogen oder ähnliches, oder? Es war fair. Bitte. Rika hat, ja, streichelt nur jemanden auf den Kopf, wenn sie ihn trösten will. Hä? Hä, was bedeutet das? In diesem Moment ließ Rena einen kleinen Schrei entkommen. Kaichi-kun! This is how it was. Hab ich doch nicht gewonnen. You know, weißt du, Ki-chan? Ich dachte mir, dass du so viel hier rein interpretieren würdest. Jeder erstarrte. Nein, es war nur ich. Es war Betrug? Gamble? War ein Spiel. Boah, die hat uns verarscht, die blöde Kuh, weil wir zu viel reininterpretiert haben. So, wie es, glaube ich, jeder machen würde. Aber es war halt wahrscheinlich einfach ganz simpel. Wenn ich doch nur die Rechte genommen hätte, ohne zu viel rein zu interpretieren. Ja, es war ein Test. Und wir sind jetzt offiziell ein Mitglied. Das Spiel ist nun vorbei. Wow, toll. Jeder applaudierte, weil ich der Verlierer war. Super, danke. Sehr nett von euch. Die haben uns verarscht, ey. Ja, die haben es natürlich alle gewusst und haben einfach mitgespielt, ey. Ihr seid alles Dämonen, ihr kleinen Monster. Ja, es ist Zeit für deine Bestrafung, Kai-chan. Weil es dein erster Tag ist, den du dabei bist, werde ich hier... nicht so hart zu dir sein. Es wäre ein Problem, wenn du dich weigerst, zur Schule zu kommen. Oha, die halten mich alle voll fest. Boah, wie gemein. Die darf mich wirklich anmalen jetzt. Gemein. Oh Gott, ich glaube, ich muss dann auch aufhören, ey. Außer jetzt kommt noch irgendwas Spannendes, dann höre ich natürlich nicht auf. Boah, ich nehme schon... Oh Gott. Hart. Das ist echt hart. Okay, Schule aus für heute.
Ja, nachdem die Clubaktivitäten beendet waren, war Rena auch schon weg. Wahrscheinlich wollte sie nun diesen Colonel Sanders ausgraben, nachdem sie es gestern nicht geschafft hat. Also heute waren es dann nur Myung und ich, die nach Hause liefen. Es war ein Berg voller Schätze. Hä? Die Typen werfen es einfach weg und denken oder hätten, würden nie daran denken, dass Rena es so schätzen würde. Mountain of Treasure, damit meinte sie wohl diesen riesen Schrottplatz. Okay, wir möchten Myon darauf ansprechen, auf den Mord. Ist etwas passiert da drüben bei diesem Dammbau damals? Etwas auf jeden Fall. Da waren ja, Demonstrationen die ganze Zeit. Es war ein bisschen anders, als was ich mir oft erhofft hatte zu hören, aber ich, ja, ich hörte es mir erstmal an. Naja, es war schließlich unser Land, das untergehen würde von dem Damm. Ich hätte vermutlich auch protestiert und gekämpft dafür. Ja, die Regierung hatte, ja, war das halt völlig egal und die haben es halt trotzdem versucht und haben halt total großkotzig und so auf Großkotz und so getan. Und als sie bemerkten, dass sie mit Geld nicht weiterkamen, haben sie eine Menge schlimmer Sachen getan. Ich bin immer noch beeindruckt, dass ihr gewonnen habt. Die Großen von dem Dorf haben alle Petitionen unterschrieben. Okay. Und ja, der Bauplan wurde dann am Ende doch zurückgerufen. Es war unser großer Sieg. Da gab es aber keine Gewalt, oder? Warte. Okay, jetzt geht gleich bestimmt die komische Musik wieder los. Oder keine Musik? Gar nicht. Weil wir sie jetzt drauf ansprechen. Keine Angreifer oder Mörder? Keine. Sie hat mich sofort unterbrochen. Genauso wie Rena es getan hat. Ihre Worte signalisierten mir das Ende von unserer Diskussion. Tomitake-san hat gesagt, dass ein Arm immer noch nicht gefunden wurde von diesem Unfall. Ich dachte, ein Mord mit, ja, mit Zerstückelung oder sowas hätte stattgefunden, aber ich denke, ich lag wohl falsch. Dann bis später. Wir sehen uns dann morgen. Kai-chan. Und du kannst das hier nicht abwaschen, bevor du nicht zu Hause bist. Verstanden?
Okay, wir sind direkt in unsere Mutter gerannt, zu Hause, und haben uns sehr geschämt. Okay, als ich nach Hause kam, war die Stimmung hier schon ziemlich angespannt und es war aber kein, ja, es war halt eigentlich schon ein alltägliches Ding in der Familie. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was unsere Eltern für einen Job haben, aber wenn Dad nie zu einer guten Idee kam, dann war es immer so, wie es halt jetzt ist. Er stampft durchs Haus mit seinen Armen verschränkt. Mom flüsterte mir nur ins Ohr: Willkommen zu Hause, Kaichi. Dein Vater ist ein bisschen gestresst im Moment, also ja, stör ihn einfach gerade nicht, okay? Kommt er schon wieder nicht auf eine neue Idee? Naja, es ist, weil die Deadlines so beieinander liegen dieses Mal. Ah, okay. Ah, ja, doch, ich erinnere mich. Er ist ein Maler. Ein sehr erfolgreicher, sonst könnte er wahrscheinlich nicht unsere Familie ernähren. Wenn er jemals keine Ideen mehr bekommen sollte, dann war's das wohl mit den Maibaras. Wir sind noch niemals zuvor hungrig geblieben. Könnte es sein, dass mein Dad ein Meistermaler ist? Wäre es nicht einfacher, eine Idee zu bekommen, wenn er draußen ein bisschen rumläuft, anstatt hier drin im Haus? Ja, das Thema von diesem Mal ist in der Haushalt, also im Haushalt. Und es scheint so, als wollte dein Vater das Haus hier halt als Vorlage nehmen. Kaichi, räum dein Zimmer auf. Es sieht schrecklich aus. Tut mir leid, ich werde es später aufräumen. Kaichi, es ist immer noch ein bisschen Zeit zum Abendessen. Also bitte geh noch mal ein bisschen raus und ja, lauf ein bisschen. Oh, danke schön. Seine schlechte Laune ist nur ein bisschen. Sobald er eine Idee bekommt, wird seine Laune gleich besser und er fängt an zu summen. Okay, wir begeben uns noch mal nach draußen. Okay, ich bin gespannt, wen wir treffen. Ich sagte, ich wollte einen kleinen Spaziergang gehen, aber ich hatte kein wirkliches Ziel im Kopf. Ich musste einfach nur ein bisschen Zeit rumkriegen. Und deswegen bin ich einfach mit dem Fahrrad losgefahren. Ich könnte einfach zum Buchladen gehen in der Stadt, aber es würde eine Stunde dauern, um mit dem Fahrrad dahin zu kommen. Ja, es wäre bis dahin dunkel und ja, er wollte halt nicht, weil die Straßen von Hinamizawa im Dunkeln oder bei Nacht sind sehr gruselig. Okay, ich glaube, wir begeben uns jetzt auf den Weg, um Rina mit dieser Statue da zu helfen. Tomitake-san könnte vielleicht auch dort sein. Die einzige Person, die wohl mit Informationen über diesen Unfall zu tun hat. Und Rina und Mion haben das ja beide eigentlich abgestritten, dass sie da irgendwas drüber wissen. Quick save.
Wenn ich ihnen nochmal begegne, würde ich ihm gerne mehr Fragen zu den Details stellen. So etwas wie, war da wirklich ein Mord mit Zerteilung hier in Hinamizawa? Ob wir ihn wirklich noch treffen? Ob wir Rena treffen? Okay. Wir haben wirklich Rena gefunden. Sie sah ein bisschen so aus, als hätte sie Probleme da oben. Okay, wir wollten ihr helfen. Hey, Rena. Kaichi-kun. Was bringt dich zu einem Ort wie diesen? Ja. Wir haben wieder ein bisschen sie geärgert. No. Sie ist schon wieder rot. Ja, natürlich helfen wir ihr, weil wir ein guter Freund sind und sie das mit ihren kleinen Slender-Ärmchen bestimmt nicht hinkriegt. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Okay. Kaichi-kun, ich möchte auch helfen. Du würdest mir nur im Weg stehen. Also bleib da weg. Aber wir haben es geschafft. Wenn ich das hier richtig machen möchte, dann brauche ich irgendwie eine Axt oder eine Säge oder sowas. Ich schätze, ich brauche nur eine Pause. Okay, warte hier eine Minute, okay? Mein Haus ist sehr nah hier, also ist nicht weit von hier. Ich bringe dir ein bisschen Tee vorbei, okay? Und schon war sie weg. Ja, und die Zikaden haben wieder angefangen. Nachdem ich mir sicher war, dass Rena verschwunden war, ja, stand ich wieder auf und bin wieder dorthin gegangen, was ich gesehen habe.
Ja, es war ein Haufen Müll mit Magazin und Zeitungen von früher wohl. Was quite a disturbing incident. Sie konnten einen Arm bis jetzt immer noch nicht finden. Es sind sehr schwere Zeiten. Und es gibt kein Ende zu diesen ja, krankmachenden Unfällen. Okay, Rina und Myung haben ja beide gesagt, dass sie davon nichts gewusst haben oder dass sie davon nichts wissen. Aber es ist halt tatsächlich passiert, ohne jeden Zweifel. Tomita-san hat nicht gelogen. Und wenn Rina und Myung nicht so getan hätten, als wüssten sie nichts davon, dann wäre ich gar nicht so neugierig darauf. Hinamizawa Dammarbeiter. Murder by Dismemberment. Da ist es. Tragic Nightmare at the Hinamizawa Construction Site, Lynching and Murder Dismemberment. Okay, der da ermordet wurde, war anscheinend ein Dammarbeiter, vielleicht sogar der Chef davon. Die Täter hatten den Körper mit. Oh Gott, i. Warte mal, ich muss kurz übersetzen, was Hatchets. Hatchets ist ein Beil. Und eine Spitzhacke. Verstümmelt und dann haben sie eine Axt benutzt, um den Körper in 6 Teile zu zerhacken. Den Kopf, die Arme, die Beine und den Oberkörper. Es war ein Unfall, es war kein Unfall. Eine Verstümmelung mit Beil und Spitzhacke. Lynching, warte mal, was heißt Lynching? Lynchen. Ein brutaler Mörder. Mit Beilen und Spitzhacken und mit einer Axt. Mir leid. Habe ich dich erschreckt? Vena ließ die Axt fallen, die sie geholt hat,
als sie mich erschreckt hat. Kaiji-kun, siehst du, vorhin hast du gesagt, es würde dir leichter fallen mit einer Axt, oder? Also habe ich dir eine Axt mitgebracht. Tut mir leid, ich habe wohl ein bisschen überreagiert. Nein, mir tut es leid. Die Nacht würde bald kommen. Ich war ziemlich, mitgenommen und es würde wohl nicht schaden, den Rest morgen zu machen. Wir werden das morgen machen. Okay, wir haben das Magazin mitgenommen, um wahrscheinlich mehr darüber zu erfahren. Leute, 2 Stunden aufnehmen ist echt ziemlich anstrengend. Damn Project Special Tabloid Report. Ah, das sind vielleicht Sachen, die wir jetzt hier im Spiel sammeln können. Okay, wir haben wohl jetzt den nächsten Tag und haben Sport. Uiuiuiui. Das war aber ein ziemlich knappes Outfit, du. So, ich werde jetzt die heutige Aufnahme erstmal beenden. Ich habe jetzt 2 Stunden lang aufgenommen. Das ist tatsächlich ein bisschen Content jetzt. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben hier jetzt doch am Ende zumindest ein bisschen was über den Mord erfahren. Und die junge Dame hier in ihrem knappen Sportoutfit und Rena, die wissen beide irgendwas. Ich weiß es. Und ich weiß es nicht nur durch die Serie. ja, es ist halt ziemlich offensichtlich. Und ich hoffe wirklich, dass wir hier in dem Spiel auch noch ein bisschen was sehen, so wie sie in der Serie auch sind. Wenn sie irgendwie so ein bisschen besessen. Also für mich ist es immer irgendwie so ein bisschen besessen, sehen die halt aus. So andere Augen und total creepy. Ja, ich hoffe wirklich, wir sehen hier in dem Spiel auch noch was davon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bye, bye!